Ja, Moinsel zusammen und herzlich willkommen in den nächsten Part auf der Hordenseite mit unserem Paladin. Und ja, ich habe es eben schon getriggert ein bisschen. Ich lese es mal vor. Ich weiß nicht, ob es nochmal durchstartet. Ne, der Wurfhammer. Boss, da seid ihr ja. Und ich habe das Trike mitgebracht. Und gerade nachdem ich das Wolfrad erfunden hatte. Ist klar, oder? Alter, ist die Pfote? Nee, was ist denn das? Da, wo der Blinddarm sitzt. Sitzt links der Blinddarm oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Wo, ne? Keine Ahnung, wo was sitzt im Körper. Irgendwo, wo der Magen war. Der Auspuff oder was? Um Gottes Willen, ne? Um Gottes Willen, ey. So ein Scheiß, Mann. So, wir sprechen mal an. Eure Freunde wurden alle von den Hexen gefoltert und getötet. Oh, so ein Mist. Das ist nicht gut. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin beinahe damit fertig, eine Stellung auf den Hügeln hier zu errichten. Wollt ihr sie euch mal anschauen? Klar. Schön, dass ich helfen konnte. Mach hinne. Herrlich. Fahren wir los. Njo. Geht's los, Alter. Ey, mit diesem Kackding, ey. Ohne Witz, Mann. Ist das behindert? Yippie. Er kann es kaum kontrollieren, Mann. Holy shit, ey. Aber er kommt gut voran, ne? Ist schon ordentlich schnell. So habe ich mir das vorgestellt. Seht euch all dieses Azerit an. Ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Hier, wenn wir über die Hügelkuppe gehen, da haben wir schon einiges, Alter. Da hat er war, ne? Das wollte er ja auch, ne? Oh, 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 Gallewix, ey. Gallewix, Gallewix. Nur auf Profit aus. Das ist nicht gut, ne? Das nicht gut, mein Hübscher. Das kann ins Auge gehen. Aber gut, geben das seine, ne? So, wir sind angekommen und ich darf nicht selber einpacken. Ja. Das habe ich aber noch nicht verstanden, dass wir dann nicht einfach runterspringen, wenn wir sowieso in der Nähe sind oder so, ne? Na egal. Interessiert keinen. So, damit kann ich arbeiten. Sehr gut. Haltet eure Waffen. Sehr gut, Ettrick. So, wir gehen mal zu unserem coolen neuen Freund. Der Außenposten Kratzelfratz. Ich habe bereits eine Menge der Laufarbeit für die Errichtung unserer Stützpunkts erledigt. Jetzt müssen wir nur die ganzen Instandbasistechnologie, oh Gottes Willen, implementieren und wir können in Drustbar loslegen. Warum stellt ihr die Basis nicht fertig? Ich versuche derweil eine Wolfsradteile aufzutreiben. Oh nein, ist ja kaputt, ne? Oh nö, es tuckert noch ein bisschen, aber es ist kaputt. Kommt bald wieder. Der arme Wolf. So, wir müssen jetzt hier mit dem Schrumpfstrahl, den Vergrößerungsstrahl, das gestrumpfte Häuschen hier vergrößern, ne? Ist schön, ne? Wenn die Ratten, selbst wenn du die Ratten alle tötest, kommt immer noch eine große dabei rum, ne? Sieht aus irgendwie wie ein Plumpsklo, was wir vergrößern, so. Und trotzdem ist sie dabei. So, erstmal Stun hier. Einmal ein Stun drin gerümmelt, ne? Und dann feuerfrei, ey. Tschüss. Es tut mir leid. Ben, verzeih mir. So, weiter geht's. ja, was mutet Mund, ne? So. Wow, erstmal die Bombe reingeballert, Alter. Deswegen finde ich das hier besser, ne? Da hat man schon ein bisschen mehr mitgedacht. Hier die Fischerhütte. Original draufdrücken. Nice, Alter. Und Feuer frei. Boom, Junge. Ah, schön. Kann ich mich schon hinhocken? Nee, schade. Na gut. Und dieser Riss. Wunderprächtig. Ein Wurmloch, Alter. ein Wurmloch erstreckt sich von euren Augen. Vor euren Augen, Gottes Willen. Ihr solltet es irgendwie nutzen können, um ein Gebäude zu erschaffen. Streckt eure Hand hinein und zieht etwas heraus. Ja, genau. Ja, mach ich mal. So. Oh shit. Oh shit. Und meine Anzeige hier wieder, ne? Wie heißt das Vieh? Interdimensionale Monstrosität. Geil. Was wenn ich alles so bekomme, ne? Sowas Hübsches, ey. Oh, toll. Los, jetzt holen wir das mal aber raus hier. Jawohl. Oh. Nice. Da sind wir fertig. Ah, schön. Ich freue mich, ne? Wenn mein kleiner Stützpunkt hier. Ah, unser erster Stützpunkt, Leute. Wir haben es geschafft. Na also, das ist echt toll. Und hä? Seht mal. Hier sind ein paar frische Raketentrupps. Aha.
sehr gut oh Gottes Willen, jetzt wollte ich schon auf Strike wieder raus. Das ist genau das gleiche, wie wir in Dingsbums hatten. Mit den Raketen, ne? Hier, wo ist es denn? In Nasmir. Weil hier, da konnten die auch schon nicht die Rakete nutzen, Alter. Ohne Witz, was geht hier vor, ey, mit den Goblins? Die können nicht fahren. Fliegen? Ist es fahren oder fliegen? Ich glaube fliegen, ne? Landen? Irgendwie so, ne? Irgendwie so. Sind wir hier fertig? Muss ich jetzt noch irgendwie was antippen? Na, hier, ihn muss ich antippen. Ne, hier gibt's noch eine Quest. Jau! Nun, da hier alles aufgebaut und eingerichtet ist, habe ich nichts mehr zu tun. Ihr braucht doch bestimmt einen geschickten Ingenieur, oder? Warum nehmt ihr mich nicht mit? Ja, komm her, mein Hübscher. Neuer Anhänger, Leute. Geil. Voll cool und so. Das ist voll toll. Ach so, scheiße. Ich muss ja auch die nächste Quest annehmen, weil ich das schon wieder vergesse. Ah, oh, ich bin so gut. ich glaube, wir haben hier alles unter Kontrolle. Meine Leute werden hier jede Menge Azurit finden und mich reich machen. Also, ich meine natürlich die Horde reich machen. Und mächtig. Auf jeden Fall könnt ihr Nathanos erzählen, dass hier alles erledigt ist. Von dieser Basis aus können wir die Kul'Tiraner hier in Drustva perfekt angreifen. Galevix gibt sein Wort drauf. Nice, und wir kriegen tolle neue Sachen. Geil, gucken wir uns dann natürlich gleich an. So, und jetzt zeige ich euch, wieso wir am Anfang unseren Flugpunkt genommen haben, ne? Denn, Leute, denn... Ja, Batlord. Oh, das meine ich hier. Selbst sowas ist als Quest, als Tooltip kommt das alles und so weiter und so fort. Weil sich einfach alles resettet hat, ne? Fliegen wir wieder dorthin, wo wir hin müssen. Um dann natürlich auf die andere Insel wieder zu kommen, auf die Hordenseite, wo wir hin müssen. Ja? Das ist ja unsere Quest. Ah, schön, Leute. Ach, Gott sei Dank. Und jetzt geht's dann auch gleich noch. Schaffen wir es vielleicht schon ins neue Gebiet nach Voldun? Das wäre cool, wenn wir das noch zeitlich schaffen, ne? Ah, hier haben wir schon gequestet hier mit der Ali-Seite, ne? Ja. Ich verrate nichts, ne? Wenn ihr euch das nach und nach immer anguckt und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie ihr das guckt. Deswegen sage ich erstmal nichts, ne? Mein Mund ist geschlossen. So, manchmal. Ah. Juli! Tolle Rakete. Ja. So, ne? Was ist das für eine geile Mucke? Nein, hör nicht auf. Die habe ich zum ersten Mal gehört. Das war eine coole Mucke, Mann. Na gut, okay. Dann fahren wir erstmal nach Hause. Oh, ich dachte schon, das wären Worgen oder so. Ich habe nee, keine Ahnung. Ich bin komplett durch, ne? Scheiße, ich weiß nicht, wieso ich darauf komme, ey. Oh, sorry, musste echt mal einen Schluck trinken. Ah, Judy! So, da haben wir es, Nathanos. Bitteschön. Ihr habt mit den Goblins einen Schützpunkt in Drustva gesichert? Gut. Ich werde meinen Leuten sagen, dass sie Galevix-Aktivitäten im Auge behalten sollen. Nur zur Sicherheit. Okay, was bekommen wir? Wir bekommen 280er Azurit-Teil. Weil wir schon überall Azurit haben, müssen wir das jetzt mal kurz kontrollieren. Ach, guck mal an. Moment. 006 015. Dann nehmen wir das mal mit. Wir können hier noch was da entwickeln. Das wusste ich nicht. Geil. Können wir gleich mal vergleichen, ne? Und beides gleich gut. Wenn ihr vier oder mehr Gegner habt, ne, dann machen wir das hier. So. 385. Was haben wir denn hier? 80060. Kopf. Zeig mal her, was haben wir hier? 6003. Okay, alles klar. Dann tschüss. Dann haben wir Schultern. 75. Was haben wir hier? 757. 102. Das ist genau das gleiche, was wir hier haben, ne? Ja, gut, ein bisschen schlechter. So, dann haben wir noch Brust. 77 und 012. 6. Alter, wir haben ja nur Scheiße. Na geil. Und wir haben schon alles, oder was? Ne, den Helm haben wir noch nicht. Und die Brust hätten wir noch nicht. Dann nehmen wir den Helm. Komm, dann nehmen wir den Helm. Für die dunkle Fürste. Geil. Guck mal den Helm an. Nice. Und da. Schickerte. Geil. Ne, okay. Gut. Lassen wir's. Packen wir mal hier runter.
Können wir dann ja für was anderes gebrauchen oder entzaubern oder was haben wir gelernt? Bergbau haben wir gelernt, dann können wir es zerschroten, ne? Ja, ja, ja. So, gut, Leute, dann machen wir uns auf den Weg und werden nach Voldun gehen. Sprechen mit Prinzessin Talanji. Genau, das müssen wir noch machen. Stimmt, das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Vielleicht bereiten wir das auch nur vor in diesem Part, ne? Dass wir dann das nächste Mal ins nächste Gebiet durchstarten können. Ich bin echt gespannt auch auf der Ali-Seite, wenn wir das erste Gebiet durch haben. Die erste Kampagne auf der Ali-Seite machen, Alter. Mega. Na, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ne? Kenne ich auch noch gar nicht. Also ich kenne auch die Kampagnengeschichte, die Story, alles Mögliche noch gar nicht. Ich habe mir nichts extra angeguckt, damit ich das auch auf jeden Fall immer, ja, mich auch flasht sozusagen, ja. Ja, aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, Leute. Voll geil, Mann. Ich freue mich echt. Genauso wie auf der Hordenseite habe ich auch schon einige Sachen nicht extra, nicht des, also nicht extra, nicht, nein, nicht angeguckt, extra. Ups, sorry. Extra wegen dem Let's Play. Manche Videos einfach kenn ich einfach nicht, ne? Und deswegen bin ich auch da mega gespannt drauf, wie das einfach, ja, die Cinematics, ich nenne es jetzt mal Cinematics, diese kleinen Cutscenes oder so weiter gemacht wurden und so. Ich bin echt gespannt, deswegen freue ich mich auch immer auf das nächste Let's Play und so weiter. Hat natürlich ein bisschen gemindert, dass wir jetzt hier ja, diesen Hard Reset auf, ja, auf WoW natürlich. Das war schon dramatisch. Das war schon schlimm. Naja, gut. Was willst du machen, ne? Quatschen wir jetzt erstmal mit der Prinzessin. So, Voldun. Jakrazet stellt für mein Königreich und eure Horde eine ernsthafte Gefahr dar. Es wäre keine schlechte Idee, wenn ihr ein Auge auf seine Aktivitäten werft. Machen wir. General Jakrazet ist nicht zu trauen. Er hat irgendwas vor, aber ich weiß nicht, was es ist. Wer seine Befehle hinterfragt, den schickt er geradewegs in die Sande. Solange er an der Macht ist, ist meine Stadt nicht sicher. Sprecht mit seinen Wachen und seht, was ihr doch herausbekommen könnt. Aber seid so diskret wie möglich. Wir wollen ja schließlich nicht, dass Jakrazet Verdacht schöpft. Okay. Ich bin sehr... Okay, Prinzessin. Danke. Ich bin sehr vorsichtig auf jeden Fall. Ne? Wir müssen aufpassen. Obacht, Leute. Gut, wir müssen hier rechts runter. Oder? Wir müssen hier runter. Und gleich die erste Wache anquatschen. Natürlich müssen wir hier runter. Ach, Mann, ey. Mann, was ist los hier? Wenn ihr was wollt, dann macht's kurz. Was könnt ihr mir über General Jakrazet erzählen? Seid ihr lebensmüde? General Jakrazet hat überall Augen und Ohren. Deswegen sagst du mir nichts, oder was? Sandala ist immer da. Aber schön, dass das vertont ist, ne? Aber die Kampagnendinger nicht. Das fand ich echt schade, dass ich das alles selber lesen muss. Ich meine, ich habe da kein Problem mit. Aber ich finde es schade, dass dann halt nicht alles so synchronisiert ist und so. Das wäre doch nice, ey. So, ich habe nur wenig Zeit für Plappereien. Was könnt ihr mir über den erzählen? Warum fragt ihr sowas? Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Nö, einfach nur so ein bisschen Smalltalk, Digga. Das reicht doch, ne? So, quatschen wir ihn mal an. Braucht ihr Schutz? Ich stell keine Fragen. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Okay. Aber ich befolge nur meine Befehle von meiner... Auf euren Kopf ist ein Preis ausgesetzt. Oh! Wachen! Nee, brauche ich nicht. Du kannst wieder gehen. Lächerlich. Einfach kaputt gekloppt, Alter. Ein Preis ist auf meinem Kopf ausgesetzt. Hey, ich raste aus. Da. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Jo, hier. Kräh, kräh. Das bin ich. Wenn ihr hier solche Fragen stellt, werdet ihr euch mehr Feinde als Freunde machen. Okay. Talanji hat euch geschickt, was? Die Prinzessin sollte wissen, dass es nicht mehr sicher ist, offen solche Fragen zu stellen. Kriegswache Rakera war so unvorsichtig und seitdem hat keiner mehr was von ihr gehört. Angeblich wurde sie nach Voldun verbannt. Niemand verdient es. Ein Stück, aber bleiben wir unauffällig. Okay. Kriegswache Rakera war meine Kommandantin. Die beste, die diese Stadt je hatte.
Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jakraset ein Hochverräter ist. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Was sie dort rausgefunden hat, hat ihr eine Reise in die Wüste eingebrockt. Na geil. Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das Gleiche glauben. Ja, ein paar. Ihr drei. Naja, gut, okay. Alles klar. So, meine Hübsche. Ja? Wir werden nicht zulassen, dass Rakera mit ihrem Wissen in den Sanden verschwindet. Und das werden wir dann im nächsten Part tun. Das heißt, wir haben jetzt alles vorbereitet. Wir haben die erste Kriegskampagne durchgespielt. Und wir werden im nächsten Part das erste Mal einen Gebietswechsel durchführen. Ja. Und das zweite Gebiet anstarten. Was? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Einfach durchballern und ja, und gucken mal, was uns dort erwartet in den Sanden von Voldun. Macht es gut. Bis bald.